Ghost Recon Online, euer Dudu, willkommen zurück. Heute habe ich mich zum ersten Mal, seitdem ich dieses Spiel spiele, für den Spezialisten entschieden. Das heißt, ich bin Level 1 und ich habe noch kein Special. Aber ich freunde mich so langsam immer mehr mit diesem Aegis an, also diesem Schutzschild. Diesem gottverdammten behinderten Schutzschild, weil mich das schon so oft gebrainfuckt hat. Und Maschinengewehre sind sowieso cool. Deshalb probiere ich jetzt den mal aus. So, wo geht das Team hin? Die gehen alle zu B. Also gehen wir da einmal hui. Zu dem Bunkler B. So, keiner entscheidet sich für diesen Weg. Da bietet sich das doch nur an. Ah, da oben hocken schon die Scharfschützen. Tipp. Oh, dran. Ah, ja, leck mich am Arsch. Das hätte ich lassen sollen. Jetzt bin ich nicht dabei, wie wir B einnehmen. Habe ich versaut. Komm schon. Nee, schaffe ich nicht mehr. Also gehen wir gleich zu A. Das ging aber irgendwie echt schnell. Ah, sogar 100 Pünktchen habe ich trotzdem gekriegt. Dann schauen wir mal, was wir hier reißen können. Auf jeden Fall geht auch dies viel zu schnell. Und meine Waffe macht verdammt wenig Schaden. Verpiss dich! Oh oh, oh oh, ich bin gar nicht da, ich bin gar nicht da. Aha. Und B haben wir jetzt auch schon übernommen. Leck mich am Arsch. Das geht ja schnell hier. Dann gehen wir zu C. Also, Level 1 Waffe ist für den Arsch. Da muss ich definitiv nachrüsten. Die macht mir für meinen Geschmack viel zu wenig Damage. Kann er da? Aber Schneibers. Ein paar Schneibershänger da rum. Da kriege ich mal doch einmal an die Seiten. Und da oben hängt auch einer rum. Hallo, Alter. Blöder, behinderter Schwanzesser. Immer der gleiche. Gut, dann nochmal, weil da ist ja nicht mehr viel los. Obwohl, eigentlich wäre es vielleicht doch schlauer, über B zu gehen. Oh. Anscheinend beschränkt sich hier alles auf A. Und da oben ist wieder der blöde Scharfschütze. Den werde ich jetzt aber mal gekonnt ausblenden. Weil der killt mich sonst wieder. Da, der Wichser. Komm, bringt ihn um. Team. Ich glaube, der hat jetzt eh gerade genug andere Probleme. Also versuche ich auch mal zu stürmen. Geronimo! So, und jetzt hole ich mir den gerade gestorbenen Scharfschützen. Scheiße. Ah. Ah, ah, ah. Fick dich! Furzkopfblase! 14 HP hat er nur noch gehabt. Na gut, kein Stress, kein Stress. Alles ist cool. Ich bin erst Level 1. Zack. Dann gehen wir wieder über A. War da A? Ja, theoretisch müsste das A gewesen sein. Hep. Uah. Na, lieber Scharfschütze, was machst du da unten? Okay, ich hätte kein Dauerfeuer machen dürfen.
Oh, oh, oh. Hast du ihn? Jo, hast du. Hast du, hast du, machst du. Versuche ich jetzt hier oben irgendwas zu reißen, wenn ich hier nicht feststecken würde. Ah, da ist er. Alter, diese Waffe. Also bis jetzt bin ich noch nicht so angetan von der Waffe. Ah! Scheiße. Ja, mein Kollege muss das jetzt allein schaffen und ich bin am Nachladen. Aber das stört mich nicht, denn ich töte trotzdem jeden. Mit meiner unglaublichen tödlichen Tödlichkeit. Dann gehen wir mal weiter. Oh, Scharfschützle. Dann bleiben wir hier unten. Oh, oh. Ah, ja, schön. Ob das denn so funktioniert hätte. Das kam jetzt ein bisschen spanisch vor, aber gut. So sei es. Ich muss es akzeptieren. Höp. Ich mag es übrigens, wenn ich höp, hier irgendwo runterspringe, dazu die Leertaste zu drücken. Ah, wo willst du hin? Ja, stehen geblieben. Da helfen dir auch deine schlechten Scharfschützen da hinten nichts. Aber irgendwie werden wir es wohl gerade nicht schaffen, rechtzeitig zu C zu kommen. Was mir persönlich nicht gefällt. Ah, Runde vorbei. Schade. 7 zu 5, naja, nicht wirklich gut, aber ich bin ja Level 1 gerade mit dem Charakter, hab die Standardwaffe und hab noch nichts verändert. Also von daher, ja, ist doch ganz okay. Ist zwar nichts Besonderes, aber Durchschnitt. Iblaze ist der Best Recon gewesen, das war der Arschkopf, der zweimal da weggesniped hat. Ich nutze die erquickende Pause, um einen Schluck kühles Nass zu trinken. So, und jetzt müssen wir verteidigen. A oder B, A oder B, A oder B. Ich glaube, erfahrungsgemäß fangen alle immer bei B an. Deshalb gehe ich zu A. So, da oben lauern sie schon. Die orakeln mich auch noch. Das ist gar nicht gut. Von wo, Alter? Da hinten. Behinderter Spasti. Ja, schmeißt deine Granaten. Haha. Oh. Gar nicht gut. Oh, auch nicht gut. Ja, ja. So schnell kann es gehen. Und wir verlieren gerade beide Punkte. Super. Bei B ist... Hier ist ja nirgends jemand. Oje. Da müssen wir stürmen, Leute. Vorwärts. Hallo. So. Wieder Deckung. Schau, dass keiner hier von der Seite kommt. Und A gehört wieder uns. A ist wunderbar. Oh, B. Die Idioten haben sich A wegnehmen lassen. Schön. Na, will jemand von hier kommen? Nein? Oh, schon wieder einer da? Dann... Versuchen wir doch die gleiche Technik das zweite Mal. Und schießen dem in den Arsch. Naja, solange es funktioniert. Warum nicht? Da kommt der nächste anspaziert. Und ich glaube, er wurde umgebracht.
Scheiße, jetzt kommen sie alle. Das wird ein bisschen viel gleich. So, einer weniger. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Da hinten, hinter dieser Barriere, der Scharfschütze, der regt mich auf. Der wird bestimmt noch zu einem ärgeren Problem für mich. Aber jetzt ist er, glaube ich, tot. So, jetzt haben wir da oben noch zwei behinderte Scharfschützen. Und hier den einen. Ich würde jetzt gern umlaufen einfach. Oh. Ah, so wie der da hinten. Aber das schaffe ich nicht, weil ich wäre dann allein und die Gegner würden sich hier dann in der Zeit den Punkt schnappen, während ich weg bin. Ich habe immer so das Gefühl, sobald ich den Platz verlasse, da bin ich auf mich allein gestellt. Oh, cool. Jetzt haben wir B erstmal unter Kontrolle. Gefällt mir. Oh, nein, 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 nein. Zum Glück kann der Kollege nicht werfen. So. Da oben, den sehe ich auch. Aber der zielt gerade brutalst auf mich. Also schaue ich da lieber nicht raus. Ah, die macht mir auch nichts aus. Viel zu schlecht. Mein Gott, jetzt bräuchte ich mein Schutzschild. Dann könnte ich hier einfach super rumrushen. Bah, ich hätte es lassen sollen, verdammt nochmal. Und auch noch der, ich dachte, der da oben hat mich umgebracht. Ich hätte es nicht tun dürfen. Nimm, 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 nimm. Hoffentlich reicht's für ein Level ab. Und jetzt schnell wieder zu B, bevor der Gegner da irgendwelche blöden Einfälle hat, von wegen hier vorwärts zu kommen. Da, sag ich's nicht? Ich bin weg und schon wird übernommen. Da, ich sehe dich. So. So. Das ist jetzt gar nicht gut. Hallo. Wie schießen ihr da drüber, verdammt nochmal? Wie geht denn das? Oh, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Fuck, 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 fuck. Nein. Schon wieder der behinderte Scharfschütze. Oh, ich bin Scharfschütze. Ich hab nichts drauf. Dann verstecke ich mich irgendwo mit meinem Scharfschützengewehr. Nee, es sei jedem gegönnt, zu spielen mit was er will. Solange es relativ ausgewogen ist, nicht so wie unsere ersten zwei Runden, wo wir nur Scharfschützen hatten. So, jetzt holen wir uns erstmal B wieder. Hätte ich gesagt. So, ich sehe dich. Und dich auch. Einer weniger. Und der andere ist auch down. Jetzt müssen wir wieder ein wenig übernehmen hier. Kann ja nicht angehen, dass die sich B holen. Wo sind wir denn hier? Die Fix, Halleluja. Schau hier, wo gehst du denn hier? Alter Freund. Was willst du denn da hinter der Deckung? Und du? Oh nein, da lässt er sich auch noch killen. Mit dem Schild umgepustet und trotzdem abgeschossen. Ah, da hinten ist mein Lieblingssniper. Oh, aber wir dürfen nichts mehr machen. Dann würde ich mal sagen, war das wieder eine hübsche Runde Call of Duty. Nein. Eine hübsche Runde Minecraft. Nein. Eine hübsche Runde Ghost Recon Online. Zum ersten Mal mit dem Spezialisten. Schauen wir mal. Ja, ich darf Aegis verwenden. Huhu. Dann machen wir das doch. Mit Aegis kann man die Leute auch wunderbar zum Rushen zwingen, weil sobald du mit deinem Schild losläufst, laufen alle mit. Weil jeder will in dem Schild sein und sich glücklich fühlen. So, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wirsching.